So, dann geht's weiter in unseren unteren Spielchen. Ja, ja. Ich will Österreich ärgern. Ja, rein aus dem Grund will ich die Schweiz besitzen. Genau, wir haben schon unsere Intrigen und alles Mögliche. Ich lösche gerade den Schandfleck von der Karte, der was ich Portugal nennt. Oh, ja, Aragon, Sardinien ist da. Okay, warum sind die alle da? Aber okay, ich helfe mal. Was? Ja. Was habt ihr vor? Was? Was habt ihr vor da drunten? Ich hol mal Portugal. Okay, irgendein Hobby braucht ja jeder. Ja, und meine ganzen Vasallen und Verbündeten sind mit mir hier unten. Die reißen gerade alles hintereinander weg. Aragonien rennt mit 20.000 Truppen nur durch die Gegend und reißt einen nach dem anderen weg. Cool. Ja, das ist meine Personalunion, so kehrt sich das. Ah, ich meine jetzt Venedig ist cool. So. Neapel meine ich. Warum Neapel? Weil ihr einen Anspruch auf Neapel hättet. Wenn der König kein König mehr hat. Neapel, wo ist denn Neapel gleich nochmal? Neapel ist ja in... Unten, wo Aragon ist. Meinst du die drei Länder da, oder was? Ja, aber Österreich hat da einen Regentschaftsrat drauf. Warte mal, Österreich hat einen Regentschaftsrat? Ja, Österreich hat gar keinen König. Uhuhu, jetzt geht's lustig werden. Alter, unter wem? Ja, Regentschaftsrat heißt nicht, dass du... Ja, die haben eine Nachfolge schon. Ja, Regentschaftsrat heißt nur, der wird regieren, Regentschaftsrat regieren. Alter. Ist dann... Wir hätten da alle Anspruch auf das. Österreich? Auf Commonwealth, glaube ich, ist das. Bommern, glaube ich. Hier? Keine Ahnung, was das ist. England vielleicht? Ja. Da sieht man das gleich nochmal. Wenn du da auf dem Regentschaftsrat drauf bleibst. Wo war nicht der Dritte? Alexander der Dritte ist... Nein, das ist nicht Commonwealth. Nicht? Commonwealth, das ist, glaube ich... Na, Commonwealth hat nämlich die vier Symbole. Ja, auf jeden Fall lustig, würde ich mal sagen. Ist, Böhmen? Hä? Will ich aber sagen, was? Weißt du, wer, wer Österreich aus Feinde ansieht und aus Rivalen? Was? Also aus Feinde, mich und die. Ja. Aus Rivalen, mich, die und Venedig. Na, das ist Böhmen, der was die erste Ding hat bei Österreich. Alter, der Erbstandskrieg, der tat sicher geil auch schon. Der hat eine Geschichte. Muss man zugeben. Einer der schlimmsten Erbstandskriege, glaube ich, überhaupt. Ich glaube, da darf ich viel mitmischen, Alter, obwohl ich kein Anrecht habe. Ja, ich weiß nicht, von irgendwie wahrscheinlich dann mit einbezogen, wenn es zwei gekommen hat. Anders geht sowas nicht, weil die Böhmer können sich gegen Commonwealth entwehren. Eben, Alter. Das sind drei, vier Länder. Wäre aber lustig. Muss zugeben. Ja. Hintertupfing, Diplomatie. Spanien, will ich Frieden? Nein, danke Spanien. Oh nein, ich habe 50 Prestige verloren. Juli erweitert die Kolonie ganz gemütlich. Braune macht Spaß. Hey, du bist ja schon meine. Was? Ja, du bist ja schon meine Kolonie. So, dann nehmen wir uns das da mal. So, ich kann keinen senden mehr. So. Die letzten paar Länder müssen auch noch weg. Dann nur noch ein Land, dann habe ich alles. Ich hätte jetzt einen Krieg gegen die einfach. Ein bisschen auf den Sack. So. So geht er auf den Sack. Wir gehen mal auf den Sack. Nein, danke. Ich... So. Aragonien macht hier dann mal den Rest. Ich warte dabei in meinem Land. Hallo, gehst du hin? Jetzt gehen wir auf die Insel und holen uns die letzte Insel der Spanier. Der Portugiesen, der Spanier. Fangen ja schon mit dem Scheiß.
Mein eigenes Land ist anderes Land. Die Titel. Ja, Alter. Mein eigenes Land ist Feind, Alter. Ja. Ja, das ist so wirklich so, Alter, dass die der Rebellion gegen mich führen, obwohl ich so ein gutgünniger König bin. Und in Spanien wird nie Krieg geführt. Spanien wird nie Krieg geführt? In Spanien selber wird nie Krieg geführt. Ja, weil du auf voll eingekesselt bist. Ja, ich mach das einfach immer in Afrika. Wenn Krieg ist, dann werden die Truppen, die gegnerischen, meistens noch bei mir gestoppt. Ja. Ja, ich weiß nicht. Oder du kannst es in Spanien unten, du kannst es unten an der Meeresenge stoppen. Ja, ich weiß nicht, warum sie sich so beschweren. Warum kriege ich keine 100% auf den Scheiß? Hast du nur irgendwo Portugiesen bei dir? Bei mir? Drüben? Ja. Nein, Portugiesen sind nur in Südafrika unten. Portugiesisches Peru ist bei dir drüben, oder? Ja, da gibt's keine mehr. Das sind alles bei eigenständige. Na, mittlerweile sind es La Platten. Portugiesisches Peru ist nämlich im Krieg mit drin. Mir fehlt nur 1%. Ah, doch, da unten. Auf die Falklandinseln sitzen sie. Tico, Tico! Alter, da muss ich oben fahren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, du musst aber keine Armeen abziehen. Wieso? Es reicht, wenn du 10 Transportschiffe mit oben schickst, dass du mich umsetzen kannst. Ach, ich fahr da schnell um, hier muss ich den extra reinladen. Ich hab halt keine Transportschiffe da unten. Ja, aber ob jetzt meine 15 Truppen, die weiß eh schon, wie Transportschiffe sind, da bevor, oder? Ah ja, Diplomatie. Ich mal da jetzt Schiffe oben, Alter. Ich verstehe das nicht, warum ich da. Bitten um Flottenstationierung. Ah, die geben mir keine Flottenstationierung. Sag mal deine behinderten Hanseln da, dass die mir Flottenstationierung gefälligst zum Geben haben. Schiffe, hä? Ja? Ich kann nicht durch. Hm? Was willst du jetzt von mir? Ich wächt bei deinen Hanseln am Flottenstationierung da unten haben, dass ich mein scheiß Riffschiff hier reparieren kann. Tupfen. Ja, Alter, das gibt's mal nicht. Das gibt man nur Militärzugang. Und vor der Tupfing? Alter, vor der Tupfing, da muss ich noch einmal fast rumfahren. Nee, vor der Tupfing fahr da unten schon, wo meine Einheiten, meine 10.000 stehen. Nein, die gibt's auch nicht. Die gibt es auch nicht. Diplomatie. Flottenzugang. Ihr benötigt keine Bestimmungszugangsrecht, wenn ihr. Kannst du dann nicht einfach andocken? Du bist ja mit mir verbündet. Das sind ja meine Untertanen, das sind meine Kolonien. Das will ich ausprobieren, aber Flottenrecht muss ich zum Beispiel bei einer einfordern. Ja, warte mal. Ich schicke da einfach 10.000 Euro von mir. Wie macht er das? Ja, jetzt ganz kurz da. Bin eh gleich durch, aber es nervt halt, weil wenn ich die Insel eh genommen hab, dann kann ich eh schnell umfahren, muss halt einmal kurz übers Mittelmeer fahren. Oh, ich hätte gerade meine Einheit noch schon gefahren. Ja, ich bin ja schon da. Okay, wieder zurück. Okay, ist. Alter, ich hab immer noch keine 100%, was ist mit dir noch? Was ist denn noch? Ich weiß nicht. Haben die vielleicht noch irgendwo Inseln? Das ist halt das Nervige in Portugal, die haben überall Kackinseln. Du, St. Helena. Ah ja, du gehörst zu Portugal. Ja super, jetzt der ist St. Helena noch einen. Und was hast du so gemacht? Nö, ich mache eine Pazifikreise. Wieso das? Oh, ich muss Portugal einnehmen. Alter, die nerven schon ganz gewaltig. Jetzt schicken wir dich schon wieder gehört. Hört's auf mit dem Schicken, Alter, ich will's nicht haben. Ich bin doch froh, dass du Geld schicken. Gehst wenigstens nie ohne Geld aus. Nein, Portugal, ich möchte St. Helena haben. Ah, das steigert immer meine Inflationen. Ja, dann musst du halt ein Ding einbauen, dass der Inflation senken kannst, so wie ich hab, weil ich habe zwei Goldminen. So, wo ist denn? Das ist schon auf der Hälfte durch. Dann treffen wir gleich St. Helena. Alter, hör auf, da weiter zum Fahren. Jetzt kannst du da umfahren. Ja, was für Probleme du hast. Ja, es steht genau auf dem Ding, wo St. Helena drauf ist. Nein, wir fahren weiter. Und dann, dann erst um. Logisch. Jetzt muss ich es erstmal reparieren. Und gleich repariert. Na, die 15.000 Truppen, die braucht man. Nehmen wir die 24, mit die 24 sind nicht viel cooler als die 15.
schaut es mit Schiffi aus? 96%, ja, das retten wir schon aus. Hey, das war ja beraten. Ja, die fahren da schon länger. Nein, Portugal. An meinem Hafen, seid ihr da? Ja, die fahren an jedem Hafen. Ist Venedig, einer davon ist Venedig. Prima. Das ist immer ganz lustig, wenn ich vor meinem Hafen stehe, kriege ich immer einen Kriegsgrund. Uninteressant. Venedig darf das. Die dürfen sich ein bisschen was klauen. Venedig schon, aber Großbritannien sicher nicht, Alter. Kein Verständnis für die Typen. Mein König, unsere Kolonie ist genug gewachsen. Sehr gut, sehr gut. Das ist unbenannt, oder? Ah, darf ich nicht. Es ist nur halt ein Ding noch mehr. Schweiz ist technologisch zu weit fortgeschritten, willst du mich verarschen? Ja, wir müssen erstmal um. Ja, also, komm die. Ist halt die Schweiz. 24. Ich wollte mir die gerade schnappen. Vielleicht Meinung über Frankreich interessiert mich. Nein, Portugal. Ah, nervt mich das. Das ist wieder ein bedeutender Mann in meinem Tod gestorben, in meinem Dienst gestorben. Dienst gestorben? Nein, ein toter Mann ist bei mir im Dienst gestorben. Toter Mann ist in dem. Ja, geht das heutzutage? Wir haben tote Menschen. Du hast tote Menschen in deinem. Hey, pst, das darf die Bevölkerung nicht wissen, dass da tote Menschen herrschen. Du machst einen Aufstand. Die werden immer noch nicht bei 100%, nervt es. Nur du kennst Großbritannien. Wer ist jetzt dazu gekommen? Ah, das sind dazu gekommen. Ausgezeichnet, ja, dann schnappen wir uns. Erst Mali. Hey, helf mir mal, nur mal portugiesische Inseln zum Suchen in den Kack. Prima. Ja. Ja, passt. Ich schau mal da oben bei mir. Das da ist Mali. Holländisch. Großbritannisch. Unbewohnt. Da drüben ist auch noch eine Insel. Ah, da drüben sind sie. Wo? Rapani, westlich von der Spitzen von Südamerika. Also oben? Da unten. Ist südlich. Super, jetzt sind noch portugiesische Bauern bei mir im Kaff. Alter, nervt es. Oder hier wieder fliegen. Alter, jetzt wird's richtig nervend. Ich war gerade die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall da unten sind. Ja, muss man gleich nochmal sagen. Ich muss erst mich um die Bauern da kümmern. Also wo jetzt nochmal? Spitzen unten. Unten. Westlich. Alter, von der Kimi her gerade. Ah, auf der anderen Seite. Hier auf der anderen Seite. Was da auch noch? Alter. Können die mich jetzt aufhören, auf 20.000 Inseln aufzuteilen? Aber ich habe gute Nachrichten für die. Ich kämpfe mir selber, ich kann mir holen für die. Mal schauen, ob die überhaupt zum Krieg dazu kommen. Dann ruft sie die Waffen. Frankreich, ja. Passt. Bist dabei? Ja, passt. Ja. Ich geh match nur meine Truppen. Ja, ich war da gerade mit meinem Schiff hier gerade unten. Ich hab den Weg für die. Alter.
Das ist nervig, handelseffizient. Ja, ich kann da unten anlegen und ich brauche eher ein Schiff. Beide unten. Ja, das ist halt extremst nervig, die ganze Zeit mit dem Schiff da. Portugal ist da extremst. Nein! Ja, ruf nach Frieden. Ah ja, und auf der linken Seite ist auch noch eine Insel, gell, so mittig drin. Übersiegt die auch nicht, gell? Südgeorgia ist das. Hey, ihr habt so einen Ruf nach Frieden, ernsthaft jetzt? Ja, ich kann mit. Was, wo? Ah, Georgia. Also, ganz gleich, ich muss meine Truppen da umziehen. Auf die 12.000 Bauern da drauf. Wenn du unten stehst, bei dem Zipfel, wo das andere ist, da ist auf der linken Seite von dem Zipfel ist die eine Insel, was du gesagt hast, gell? Ja, das ist Rapunia, oder wie das heißt. Ja, und rechts, ganz auf der Karte, gehst dann ganz unten um mich und da kommt eine komische Kackinsel da, gell? Das ist Süd. Rechts? Rechts auf der Karte? Also, nah von unten. Von Florid Balance da unten. Also, ganz unten die Spitzen von Südafrika. Rechts um mich. Da hast Südgeorgia dann. Als zweite Insel. Da kommt eine, dann die zweite. Ganz unten. Also wirklich auf Anschlag unten. Am Rand unten. Ja, genau. Bei Australien. Nein, nicht bei Australien. Bei Südafrika. Südafrika. Dann rechts rüber, nicht links, rechts rüber. Richtung Afrika, dazwischen. Ah, da. Südgeorgia, okay. Super, und jetzt haben wir die Bauern auch noch verprügelt, weil ich... Ja, meine Schiffe sind da. Sehr gut. Was ist jetzt mit Portugal los? Warum habe ich nur 45%? Alter! Dann da schon wieder Bauern rampagen. Warum sind da überall portugiesische Bauern? Warum? Hast du viel Krieg geführt hast jetzt in letzter Zeit? Na, weil die Portugiesen wahrscheinlich Bauern ausheben da unten. Ah, okay. Meine Freunde, dann kümmern wir uns einmal um. So. Ja, super. Jetzt also, warte mal. Unter Schirmung musst du dann die Bauern wieder ausholen. Wo unten? Ja, in Portugal, ganz unten, in Südafrika. Da rennen gerade 16.000 Bauern durch die Gegend, ich habe leider nur 15.000 spanische Einheiten rum. Den ober eh alles außen rum, aber 16.000 Bäume mit denen ich liegen. Außerdem bin ich gerade, Alter, so hart im Minus. Das ist kacke Insel, ne? Ja, die Inseln, die nerven gewaltig. So viel Strahlung im Ozean. Ja. Ich bin gerade eingenommen. Ich hoffe, die sind das war's dann. Ja. 77% in die Insel. Alter, jetzt muss ich einen Berater entlassen. Warum musst du einen Berater entlassen? Weil ich minus 23 Gulden mache wegen die scheiß Berater. Alter, ruft es nicht die ganze Zeit nach Frieden, das interessiert keinen. Ja, doch schon, die muss nach Frieden rufen. Ja, die brauchen nicht nach Frieden rufen, das in Spanien interessiert das eh keinen. Was haben die Spanier da oben mit dem Krieg drunten zum da? Die tun ja nicht hungern oder so. Ja, jetzt geben die unten Gas, die Engländer. Jetzt kriegen sie kein Land mehr bei mir und. Portugiesen fahren. Wo ist mein Schiff? Schiffi, Schiffi. Ah, du bist da unten drin. Ich hoffe, das weiß jetzt noch einer. Lächtet es nach. Mich lichtet es nach Frieden. Frieden! Ey, zweiter Platz, cool.
Ja, ihr kriegt die 100% jetzt nur noch zusammen, wenn ich die scheiß Bauern da wegmache. Da drüben ist halt auch noch Insel. Wo? Wo? Hat da Portugiesen drauf? Ja, drauf nicht, die machen gerade noch Handelspokale. Wegen die Azoren. Siehst du das? Naja. Ich bin gerade damit beschäftigt, meine Regimenter beim Verlieren gegen Bauern zu zuschauen. Ach, das ist immer lustig. Wo sind die? Ja, die Azoren gleich westlich von deinem Spanien. Vom eigentlichen Spanien. Eigentlichen Spanien. Westlich. Also wie geil gut ist, ist mir scheißegal. Da stehen ja die Aguna mit einer Handelsblockade da. Was der? Ja, aber eine, man muss das auch, oder? Ah. Das interessiert mich jetzt nicht mehr, Alter. Nur ans Niminedai. Ich hab gerade ungefähr 900 Gulden verloren, nur weil ich die Spanier gesucht hab. Die haben sich nämlich mit dem Schiff verpisst, die Wichser. Alter, Freiburg, da haben wir 120 Gulden weggenommen von meiner Dings. Ach, Scheiß. Meine Goldlieferung, die was ich hinterrupfen gekriegt habe. Ja. Das ist Säcke, Alter. Irgendwo müssen noch Freibeute in der Gegend rumschwirren, Alter. Ja, die fahren die ganze Zeit zwei hier vorbei, hier unten. Habt ihr guten Hoffnung. Also das Versteckspiel von Spar, von Portugal jedes Mal ist voll nervig. Ja, also ich hätte die zwei Inseln da jetzt eingenommen. Soll ich die eine Insel jetzt auch noch holen, oder? Nein, die ist zu weit weg von meinem Land. Lass bleiben, ich hau mir jetzt hier die restlichen Inseln. Oh, ich habe ja noch da Schiffe stehen, ich kenne. Ne, ich bin jetzt gleich fertig. Ich muss dann den Krieg ausgekommen, sobald die Bauern da unten weg sind. Ja, ich habe die Schiffe in Frankreich stationiert und das ist nicht. Ja, okay, die geben gerade Truppen aus da drunten. Ist ja egal, ich soll Truppen ausnehmen. So. Ich habe mich natürlich bei jedem meiner Verbündeten wieder beliebt gemacht, also bei meinen, die was hier in dem Krieg dabei waren. Ja. Ja. Bei die halt ja wieder sehr begeistert an davon sind. Pass auf. Wir verhandeln Frieden. Dann muss ich übertragen. Wir haben mal gehabt. Nein! Hey, ich zögere jetzt so viel wie möglich, ganz ehrlich. Okay, rum. Ihr brauchst krank von den scheiß kleinen Tricks. Waffe verschenke, ist mir scheißegal. Wir haben, Alter. Wir haben. Ich zieh gut. Das ist eine Stabilität, 50 Prestige. Weg. Ja, gut. Warum Vordertupfing? Was für der Scheiß? Ich schon wieder so weit. Was? Pause ist schon wieder so weit. Ja. Oh! Die Pause. Du! Ja, dann. Können wir dein Portugal-Debakel in der nächsten Folge haben wir da. Nein, ich glaube, die Debakel ist weg. Aber sie haben nur Länder, die Wichser.
Die gehen nur nicht weg. Die sind standhaft. Also ich habe alles eingenommen, was irgendwo in der Nähe von Südamerika ist. Alter, die mit ihren Scheißinseln, die regen mich schon so auf. Habe ich die Insel eigentlich auch mitgenommen? Ja, die Insel gehört jetzt mir, super. Ja, ich hoffe alle, also nicht, dass du mir auch eine Woche gegeben hast. Nein, nein, die drei Inseln bei dir, die gibt's immer noch. Die kennen nur Portugal. Alles klar. Na gut. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, sehr lustiger. Ja.